Du bist zusammen mit Olli Bieler und Bruno Collet in der Kategorie Filmmusik für den Filmpreis nominiert worden. Warum glaubst du, hat man deine Musik für Tim Thaler ausgewählt? Ich denke, dass der Film an sich so einfach eine sehr tolle Botschaft hat. Und ich habe versucht, irgendwie dieser Botschaft dienlich zu sein und der Geschichte dienlich zu sein. Und ich glaube, dass das auch rübergekommen ist bei denen, die das ausgewählt haben. Und dass trotz 75 Minuten Musik, die es in dem Film tatsächlich gibt, das nicht so wahrgenommen wird, als ob der Film jetzt so total überladen ist mit Musik. Das könnte vielleicht ein Punkt sein, aber ich kann da natürlich nicht in den Kopf der Leute schauen. Ich freue mich einfach nur, dass das passiert ist. Es gibt im Bereich Filmmusik nur 3 Nominierungen. Was sagt uns das? Haben wir so wenig interessante Filmmusik? Ich weiß gar nicht, wie die Regularien sind, ob es einfach auch nur 3 sein dürfen. Aber es gibt sicherlich, wie gesagt, sehr viele andere Komponisten, die sicherlich auch also würdig gewesen wären, nominiert zu sein. Andreas Dresen, der Regisseur von Tim Thaler, arbeitet in der Regel nicht mit den gleichen Komponisten. Zum Teil gibt es auch Filme ohne Musik bei ihm. Wie ist er auf dich gekommen? Zu dem ersten Teil, also ist es tatsächlich so, dass Andreas Dresen eigentlich bisher mit einem klassischen Filmkomponisten noch gar nicht zusammengearbeitet hatte. Und dass deswegen sowas für ihn auch was ganz Neues war und auch für mich mit Andreas Dresen zu arbeiten. Und wie kam es dazu? Es war tatsächlich so, dass der Vorschlag von, ich durfte einige Musik von mir für andere Filme oder Sachen, die ich gemacht habe, einreichen. Und die Produktionsfirma, die Konstantin, die hat dann, ohne den Namen zu nennen, von wem was ist, hat dann Musik weitergegeben an den Andreas zum Reinhören und auch im Schnitt auszuprobieren. Und das kam dann so, dass dann im Endeffekt an die 60-70% oder so von Musik von mir in dem Film angelegt war im Schnitt und auch schon drauf geschnitten wurde. Und so kam es dann, dass das dann auch sich mal getroffen wurde. Und zufälligerweise wohnen wir ja auch beide in Potsdam, das war auch ein Riesenvorteil. Und und das hat irgendwie auf Anhieb eigentlich gut funktioniert und wir haben uns sehr gut verstanden auf einer menschlichen Ebene und somit stand eine Zusammenarbeit auch nichts mehr im Wege. Welche Musik hast du ihm gegeben, weil die Kriegerin würde ja nicht funktionieren? Ja, die Kriegerin hätte jetzt vielleicht nicht hundertprozentig gepasst. Ich hatte diverse Filme Musik eingereicht. Es war einiges dabei von Berlin Metanoia, ein Kurzfilm, den ich gemacht habe, der bei der Berlinale lief, bei der letzten. Und ich weiß gar nicht, muss ich jetzt mal. Ach so, von Seitenwechsel, von einem Film, den ich mit Vivien Nefe gemacht habe. Und dann gab es noch eine interessante Querverbindung, weil wir haben eine gemeinsame Freundin, die bei ihm auch schon Regieassistenz gemacht hat, die Elisa Clement. Und da war auch ein Lied für einen Film drin, für einen Film, den die Elisa gemacht hat. Und dieses Lied habe ich auch weitergegeben. Und das war eine interessante Verbindung. So. In welchem Stadium hast du mit der Musik begonnen? Schon anhand des Drehbuchs? Es war so, dass der Jörg Hauschild und der Andreas Dresen, die haben schon geschnitten den Film. Und als ich dann in den Schnittraum dazu kam, durfte ich ein paar Bilder sehen. Hab dann aber das Drehbuch in die Hand bekommen und wir hatten gemeinsam vereinbart, dass ich erstmal zuerst
keinen Rohschnitt bekomme, sondern anhand des Drehbuchs arbeite und mit den Eindrücken von den Bildern, die ich gesehen habe. Und zu der Zeit war es auch so, dass ich gerade da den Urlaub schon geplant hatte nach Sizilien. Und das heißt, ich habe irgendwie so einen Tag vorher, haben wir uns getroffen, habe schnell noch das Drehbuch ausgedruckt, mitgenommen nach Italien und habe dann schön dort am Meer das Drehbuch gelesen und konnte mir Gedanken machen. Und als ich zurückgekommen bin, dann habe ich dann mich hingesetzt und habe gleich einige Ideen gehabt, die dann auch tatsächlich alle so dann in dem Film gelandet sind. Welche Vorstellung hatte sonst Andreas Dresen von der Musik, die du bringen solltest? Also Minimalismus, finde ich, hätte auch nicht gepasst, sondern es ist eher so eine klassische sinfonische Musik. Ja, also eigentlich ist so diese Vorstellung ist so nach und nach organisch gewachsen. Also so im Schnitt, man probiert auch Musik aus, was könnte funktionieren. Man kriegt so nach und nach ein Gefühl dafür. Und eine Sache war dem Andreas Dresen auch wichtig, dass er gesagt hat, wenn wir an die Orchestration gehen, dann versuchen wir auch Instrumente einzubauen, die auch nicht ganz so klassisch sind. Und da haben wir auch, habe ich versucht, auch einige Instrumente zu finden, die da nicht so ganz den Standardweg gehen vielleicht. Welche sind das? Also einmal, was viele Farben reingebracht hat, waren viel Klein-Percussion. Da haben wir mit der Lucia Martinez aufgenommen mehrere Tage. Und die hat ganz viele kuriose Instrumente von der ganzen Welt. Und irgendwie, und da haben wir uns mehrmals getroffen und haben dann für bestimmte Szenen dann ganz bestimmte kleine Percussion-Instrumente ausgesucht. Und dann haben wir auch noch zum Beispiel eine Kontrabassflöte auch benutzt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon auch ein klassischer Orchesterscore, das kann man schon sagen, ja. Bei dem Nordischen Filmmusiktag im Februar gab es verschiedene Reden und einer der Komponisten hat gesagt, alle Komponisten verwenden alle die gleichen Soundlibraries. Und es ist wichtig, seine eigene Note irgendwie reinzubringen, damit das ein bisschen verschieden ist. Ist das auch ein Grund, so diese anderen Instrumente mit einzubauen in dem Score? Ja, auf jeden Fall, weil da das ist schon die Gefahr bei den Samples, dass man halt von den Samples selbst beeinflusst wird, was man eigentlich im Endeffekt macht. Ein Beispiel, sage ich mal, jetzt ich habe ein paar kleine Stellen im Tim Thaler, wo ich auch Aleatorik verwende im Orchester. Also Zufalls, wie sagt man, durch Zufall generierte Sounds, irgendwie, die man wo man auch genau diese Freiheit haben will. Und da war es so, sowas ist schwer zu layouten, beziehungsweise wenn man schon solche fertigen Layouts nehmen würde, dann gäbe es eigentlich auch keinen Grund, die dann nochmal aufzunehmen. Und da, da braucht man halt auch einen Regisseur, der dann das Vertrauen hat und sagt, ja, nee, mach das, ich finde es gut. Oder man muss tatsächlich dann bei der Orchesteraufnahme sagen, wir nehmen das zusätzlich noch separat auf, dann können wir es halt gegebenenfalls nochmal rausnehmen, wenn es nicht passen sollte. Aber das ist so ein Punkt, warum das mit den Libraries wirklich ein Problem ist, weil die das Komponieren halt sehr beeinflussen. Also da muss man wirklich aufpassen. Mit welcher Szene hast du begonnen? Also, da ich ja mit dem Drehbuch am Anfang gearbeitet habe, war es so, dass ich mir die Eingangssequenz vom Film vorgenommen hatte und dann was komponiert hatte, aber halt wie gesagt ohne Bild, ohne den Schnitt. Und dabei ist tatsächlich, also diese Musik ist tatsächlich im Film so gelandet. Also wir haben irgendwie ein paar Takte noch geändert, irgendwie ein bisschen länger, ein bisschen kürzer und so, aber sie ist so im quasi im Vorspann und im Abspann
komplett im Film drin. So wie sie damals quasi mit den ersten Eindrücken vom Drehbuch komponiert wurde. Und sogar ein Teil, der hinten dran noch ein bisschen länger gemacht wurde, der dann zu lang war für die Anfangssequenz, der ist auch noch an einer anderen Stelle reingekommen in den Film. Ja. Wie liefen die Spotting-Sessions ab? Also es war so, dass das wirklich organisch gewachsen ist, weil wir uns immer wieder auch im Schnittraum getroffen hatten und somit und ich konnte auch Sachen in den Schnitt liefern, also die ich komponiert habe, da wurden auch alle Sachen immer ausprobiert, gleich im Schnitt und wie kann man das verwerten. Und somit lief das so organisch, also man kann jetzt nicht sagen, man hatte einen Termin, da wurde das Spotting gemacht und dann war es fertig, sondern so, da wurde schon auch eng zusammengearbeitet mit Regie und mit Schnitt. Tim Thaler ist ein Familienfilm und auch gleichzeitig ein Kinderfilm. Hat man das im Hinterkopf, wenn man die Musik komponiert, dass man sich sagt, okay, bei Kindern muss man vielleicht sensibler sein, was die Musik angeht? Ich hab das überhaupt nicht jetzt im Kopf gehabt, dass ich jetzt speziell für Kinder schreiben muss. Weil ich glaube sowieso, dass die Kinder von heutzutage einiges gewohnt sind. Wenn man jetzt irgendwie Zoom-Mania nimmt, was da für Musik drin ist. Also da geht es ja gleich sofort zur Sache und es ist ein toller Film. Und ich glaube, dass es einfach, es war für mich in erster Linie wichtig, einfach der Geschichte zu dienen und die so bestmöglich zu unterstützen oder ihr noch eine Ebene zu geben, die durch das Bild halt vielleicht noch nicht möglich war. Also genau diese ganzen zauberhaften Elemente, die da drin stecken, von den Wetten halt. Ja. Ich habe das gefragt, weil ich kenne das von Löwenzahn, das Kinoabenteuer. Da hat mir Martin Totscharow erzählt, sie hatten eine Testvorführung, da haben Kinder angefangen zu weinen und daraufhin haben sie die Musik entschärft. Ist sowas bei dir auch schon mal vorgekommen, dass die Musik dann verändert wurde, weil ein Kommentar dann war bei dem Preview? Nee, da glücklicherweise musste wegen der Musik nichts verändert werden. Aber da muss ich auch sagen, dass der Andreas Dresen da auch ein ganz tolles Gespür hat. Und der ist da auf dieser Ebene auch sehr sensibel und, glaube ich, weiß sehr genau, was er dem Zuschauer und den Kindern halt irgendwie auch zumuten kann und will. Bei dem Film gibt es am Ende einen Song, und zwar von Gisbert zu Kniphausen, Das Licht dieser Welt, das hat er geschrieben. Warum hast du nicht den Song geschrieben? Natürlich ist es auch immer eine tolle Sache, wenn man auch nochmal einen bekannten Künstler hat, der irgendwie einen Song mit dem Film bringt. Und im Idealfall ist es auch so, dass der Film dann, also dass der Song auch zu dem Film passt. Und deswegen war da die Idee auch von Christoph Becker, von der Konstantin, dass man einen Künstler findet, der einfach mit dem auch der Andreas Dresen ein gutes Gefühl hat. Und da war Gisbert, kam dann ins Gespräch und das war für beide dann eine richtig tolle Idee. Und es gab dann auch mal die Idee, ob man nicht irgendwie auch den Score und den Song irgendwie verbindet. Und aber das hat sich dann eigentlich parallel entwickelt und ich finde, der Song ist auch sehr schön geworden. Es gab ihn ja zuerst in so einer Band- und Klavierversion und dann war es so gewesen, dass der, um den Text zu demonstrieren, hatte er einfach eine Version mal mit Gitarre aufgenommen und dann fanden das der Regisseur und auch der Christoph Becker von der Konstantin, die fanden das richtig toll und haben gesagt, ja, wir brauchen das mit, wir wollen das mit Gitarre haben. Und Gisbert hat auch gesagt, kein Problem, machen wir gerne. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, weil in dem ganzen Film kommt keine einzige Gitarre vor. Und ich als Gitarrist sozusagen hatte auch nie das Gefühl, dass irgendwie eine Gitarre irgendwo fehlt. So. Aber ich fand das dann super schön, dass dann am Ende, wenn der ganze Score vorbei ist, die ganzen 70 Minuten Score sozusagen ohne Gitarre, dann setzt eine Gitarre ein. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Also
bin sehr glücklich mit dem Song. Wie hat sich der Erfolg von Die Kriegerin auf dich ausgewirkt? Also Die Kriegerin und die Zusammenarbeit mit dem David, die hat mir schon einige Türen geöffnet. Und das war, war im Endeffekt also ein erster großer Schritt, irgendwie als Filmkomponist auch Fuß zu fassen. Und das war, man merkt es immer noch, dass in der Filmbranche einfach Die Kriegerin wie so ein Gütesiegel ist, einfach weil man sehr großen Respekt hatte vor diesen Film und der damals einfach oder hatte einfach den Zahn der Zeit irgendwie einfach getroffen und da bin ich sehr dankbar, dass ich da auch Teil dieses Projektes sein durfte. Und am 16. August war ich beim Set-Pressetermin von Hani und Nani. Und ich habe da Fragen zur Musik gestellt. Wir haben auch eine Sequenz gesehen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Mhm. Und zwar haben sie das Schwimmbad gezeigt und das wirkte auf mich so ein bisschen wie Bibi und Tina halt, wie so ein Musikclip. Ja. Und wie sieht das mit den Liedern aus? Mir wurde gesagt, dass die stammen dann vom BMG Songcamp, auch wieder nicht von dir. Kannst du irgendwie Einfluss nehmen auf die Lieder, die im Film verwendet werden? Bei Hani und Nani war das klar getrennt. Also ich bin auch bei Hani und Nani, obwohl der Wunsch von der Regisseurin schon von Anfang an da war, auch für Score und Songs, bin ich aber eigentlich erst später in das Projekt reingekommen, nämlich erst als die Schnittphase auch schon weiter fortgeschritten war. Und waren die Songs im Prinzip alle schon fertig, also so. Und das läuft alles über die BMG, die haben das organisiert. Und und ich glaube, im Film sind im Endeffekt 11 Minuten Songs und eine Stunde oder 55 Minuten Score ungefähr. Aber was im Prinzip so in der öffentlichen Wahrnehmung und auch was präsentiert wird, ist natürlich sind die Songs und was halt für die Kids natürlich auch toll ist, aber ich denke auch der Score ist für einige Kids ist auch sehr interessant. Was kannst du uns zu dieser Filmmusik sagen? Ich find den Film richtig toll. Also ich glaube, dass es auch was ganz anderes ist als Bibi und Tina. Also auch wenn das jetzt natürlich bei so einer Songsequenz, die man gesehen hat, vielleicht nicht so ganz erkennen kann, aber der bringt im Gegensatz zu den Filmen, den Hani Nani Filmen davor, die ich aber alle drei gesehen, bringt der noch mal was Neues rein, und zwar irgendwie so eine freche, moderne, frische Note auch. Und die beiden Zwillinge sind halt auch überhaupt nicht so prinzessinmäßig inszeniert worden. Und da haben auch mit der Regisseurin Isabella Schuber auch nicht so einen konservativen Touch irgendwie so. Und das finde ich sehr, sehr gut und einen sehr selbstbewussten weiblichen Touch irgendwie so. Und das finde ich wichtig, dass man dieses Bild sozusagen auch bei den Mädels mal ein bisschen erneuert irgendwie und nicht so ganz bei den klassischen Mustern bleibt. Und deswegen hat mir das sehr Spaß gemacht, bei dem Film mitzumachen, auch wenn es sehr anstrengend war, weil es in einer sehr kurzen Zeit war. Und glücklicherweise hatte ich noch den Alex Komlev mit dabei. Wir haben das zusammen gemacht, die Musik. Aber trotzdem ist es ein richtig toller Score geworden und auch ein richtig toller Film.